Elbtal Plastics bietet mit Ultimate Border eine umfassende Lösung bei Verfärbungen an der Wasserlinie. Unsere einzigartige Oberflächenbeschichtung eignet sich sowohl für die Renovierung eines Schwimmbeckens als auch für den Neubau. Natürlich in Premium-Qualität. Made in Germany. Im ersten Schritt sollte das Wasser im Becken auf 10 bis 20 cm abgelassen werden. Dadurch behält die Schwimmbadabdichtungsbahn die nötige Spannung, um störende Falten bei der Verarbeitung von Ultimate Border zu vermeiden. Im Anschluss wird die zu renovierende oder neu verlegte Schwimmbaddichtungsbahn gereinigt. Je nach Verschmutzungsgrad und Art ist ein alkalischer Reiniger und/oder ein saurer Reiniger zu verwenden. Dieser Arbeitsschritt muss gegebenenfalls mehrfach und abwechselnd durchgeführt werden, bis eine saubere Oberfläche vorliegt. Ist die gründliche Vorbereitung der Poolanlage abgeschlossen, kann die Bordüre entsprechend der Beckenmaße ausgemessen und zugeschnitten werden. Sind alle Zuschnitte gemacht, erfolgt das Markieren der Bereiche für das spätere Verschweißen auf der Rückseite der Bordüre. Zeichnen Sie hierfür im Abstand von ca. 4 cm Hilfslinien entlang der waagerechten und senkrechten Kanten der Bordüre. Der nächste Schritt ist das Anbringen der beiden doppelseitigen Klebebänder auf der Rückseite der Bordüre entlang der Hilfslinien. Dabei dürfen die mit 4 cm Abstand markierten Bereiche nicht überklebt werden. Diese Flächen dienen der späteren Verschweißung. Die Bordüre muss an der gewünschten Stelle positioniert und fixiert werden. Wir empfehlen, diesen Arbeitsschritt mit mindestens 2 Personen vorzunehmen. Verschweißen Sie nun die waagerechten und senkrechten Bordürenränder mit Hilfe eines Heißluftschweißgerätes. Sind alle Arbeiten fertiggestellt, kann das Becken wieder befüllt werden.